Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wie ihr alle wisst, esse ich gerne Samyang Buldak Ramen, Samyang Nudeln, die mit dem Hühnchen drauf, die ich damals durch eine Challenge kennengelernt habe, wo ich unbedingt mal probieren wollte, wie diese Too Spicy Samyang Buldak Ramen schmecken, von denen alle reden, weil die so extra scharf sein sollen. Richtig brutal scharf, Leute haben Challenges damit gemacht. Ich habe gern scharf gegessen, wollte mich daran tasten. Mittlerweile gab es noch schärfere Samyang Buldak Ramen, nämlich die Three Spicy. Die Three Spicy, auch wieder mit dem Hühnchen drauf, auch wieder aus der Samyang Buldak Reihe. Die sind jetzt nicht so bekannt, würde ich mal sagen. Ich habe noch nicht so viele Leute gesehen, die Three Spicy gegessen haben. Am Anfang war es auch richtig schwer, da ranzukommen. Ich musste mir aus Amerika von einem eBay-Kleinanzeigen-Typ hier für 50 Euro ein einzelnes Päckchen sichern. Mittlerweile haben die es in viele Asialäden in Deutschland geschafft, also da anzukommen. Da kannst du die kaufen für selbst reguläre Preise wie 10 Euro ein Fünferpack. Letztens war ein Ausverkauf, 5 Euro für ein Fünferpack. Weil die so scharf sind, dass die keiner kauft, dass die keiner isst, und dann haben die Dinger rausgehauen. Es gibt aber wohl was noch schärferes, noch brutaleres. Und das habe ich bei mir jetzt hier schon ewig rumliegen. Und es wird an der Zeit, endlich sich mal diesen Nudeln hier zu stellen. Hier steht auch offiziell drauf, the spiciest Ramen in the world. Und die müssen wirklich mehr als die Three Spicy haben an Scoville. Hier ist nämlich eine Zahl drauf. Da werdet ihr denken, das ist ja nix. Hier steht The Devil of Fire 14.444. Das klingt nach gar nix, wenn ich bedenke, wir haben schon Carolina Reaper mit 2,2 Millionen Scoville gehabt. Wir haben die Marke Bauersoße mit 2 Millionen Scoville gehabt. Wir haben andere Challenges. Wir haben den Danakil Hot Chip mit 9 Millionen Scoville. Aber die Three Spicy fand ich immer als ganz besonders extrem schlimm, brutal. Da wirklich den ganzen Topf zu essen, die ganze Packung mit einmal zu essen, das hat sich nicht angefühlt wie 12.000 oder 13.000 Scoville. Denn die normalen schwarzen Originalen müssten bei 4.000 liegen, die Two Spicy bei 8.000 und die Three Spicy eben bei 12.000 bis 13.000. Es hat sich immer mehr angefühlt. Und die sind jetzt bei 14.444 mit einem Totenkopf drauf, mit Händen drauf, was eigentlich aber auch eine Chilischote sein soll, weil da soll auch Carolina Reaper irgendwie mit reingearbeitet sein, so wie ich das weiß. Ich kann leider absolut nichts lesen. Ich glaube, das ist auch eher wieder richtig Ramen, eher wie eine Suppe, aber ich bin ja nicht so der Suppentyp. Ich mache jetzt erstmal den Beutel hier auf. Ich möchte der Shenaya nämlich auch so eine Packung geben. Da sind 4 Stück drin. Jetzt lege ich eins weg. Wir gucken uns das hier nochmal an, denn hier ist es jetzt klein und kompakt. Adi ist auch schon am Start. Und fürs Thumbnail müssen wir auch beides nochmal zeigen. Also die Packung sieht auf jeden Fall heftig aus mit dieser Carolina Reaper Totenkopf Chili. Und hier die Three Spicy Samyang daneben. Das soll ein Thumbnail sein oder so ähnlich. Also man will ja wirklich zeigen, dass das Zeug richtig Pfeffer hat. Das ist spiciest Ramen in the world. Ist auch das Einzige, was ich hier lesen kann. 18.06.2023. Wenn ich das jetzt hier mal aufmache, dieses Tütchen, dann habe ich ein Nudelnetz. Okay. Neben dem Nudelnetz. Also das Nudelnetz sieht eigentlich recht normal aus, ist halt wie die Samyang eben auch, dieses Nudelnetz. Aha. Und dann hier extra ein Tütchen. Ein Tütchen nochmal mit Warnschild, the spiciest Ramen in the world. Und da seht ihr schon, das ist ein Beutel Pulver zum Auflösen, dass du da richtig eine Suppe hast. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Normal koche ich ja immer kurz Wasser ab,
pack das rein und wenn die ein bisschen bissig sind, packe ich die raus und tue mir die Samyang-Soße da drüber, den Rest alles drüber und esse das richtig schön wie eine Pampe, wie Nudeln mit Tomatensauce, aber nicht wie eine Suppe. Geht ja hier gar nicht, wenn das nur Pulver ist. Ich muss es doch ein bisschen süpprig machen, aber das seht ihr gleich, wenn wir die Nudeln gekocht haben und dieses Pulver dann in unsere Schüssel mit reinfüllen. Ich habe mir jetzt mal eine Schüssel hier geholt, da möchte ich das gleich reinschütten. Normalerweise bereite ich das ja immer einfach in so einem Edelstahltopf zu. Ich habe jetzt das komplette Wasser einfach mal drinnen gelassen, statt 550 Milliliter. Was ich wohl rausgelesen habe, habe ich jetzt nur 500. Ich fülle das jetzt einfach mal hier rein. Jetzt habt ihr eine Schüssel mit Nudeln, die jetzt hoffentlich dann noch ein bisschen weich werden. Ich werde sogar Pupsi mal probieren lassen als erstes, dass die dann mal ihre Reaktion sagt, wie das schmeckt, wie scharf das ist. Aber wir brauchen jetzt natürlich unser Tütchen mit dem Pulver. Das öffnen und einmal komplett reinzimmern. Jetzt kriege ich es nicht auf. Das ist auf jeden Fall gut verschlossen. Ich muss mal kurz die Schere holen. So, Schere ist da, Tütchen ist da. Wir schneiden jetzt einfach mal komplett quer hier drüber. Im Endeffekt haben die da jetzt einfach reines Carolina Reaper Pulver reingepackt. Das ist auf jeden Fall sehr orange. Das knallen wir jetzt einmal hier in die Schüssel rein. Da sind richtige Flocken dabei. Richtige Flocken, richtig muffig, richtige Kristalle. Jetzt mischen wir das Ganze mal. Wie gesagt, ich bin nicht der Suppenkasper, also ich mag das eigentlich nicht, wenn es so flüssig ist, weil dann bleibt immer die ganze Brühe übrig, die Soße haftet dann immer nicht an den Nudeln, das finde ich halt immer total schrecklich. Ich möchte gern, dass die Nudeln sauciert sind, wenn es den Begriff überhaupt gibt, dass du da einfach leer isst und dann ist alles weg, ohne Brühe, ohne alles. Jetzt muss ich gleich Pupsi holen und die einfach mal probieren lassen von dieser super genialen Plörre. Ich verändere auch nichts an der Kamera, die Schüssel bleibt genau da stehen, wo sie ist. Fürs Thumbnail können wir das vielleicht nochmal aber irgendwie hier reinhalten. Ich nehme jetzt einfach nochmal hier so eine Zuhändetüte. Wir zeigen das nochmal so. So, das dürfte passen. Jetzt bleibt das stehen, jetzt kommt Pupsi, dann darf sie mal probieren. Soll ich dir über die Schulter schauen dabei und dich bedrängen? Oder soll ich lieber weggehen? Geh weg. Ganz. Ich fall doch immer runter von der Gabel, vor allem hast du ja keinen Teller. Ja, das ist halt eine Suppe, ne? Das ist ja das Problem. Deswegen sage ich ja, ich mag keine Suppe. Was denn? Milch. Milch? Ich nehme mal Milch. Oh. Kannst du mir noch mal ein Glas geben, bitte? Oh, es bildet sich auch gerade so viel Speichel. Speichel? Das ist doch cool. Speichelfluss ist immer gut. Hier hast du noch eine Tasse voll Milch. Bitteschön. Ich muss halt leider sagen, es ist einfach nur... Es ist einfach nur mega scharf. Und bei Samyang, die sind scharf, aber die sind Genuss. Das ist einfach nur scharf. Also für mich ist es eh zu scharf. Aber wie gesagt, das ist nicht was, worauf man sich freut. So, das ist genau das, was ich meine. Pupsi hat ja auch gesagt, das ist, Samyang sind halt lecker, Samyang sind köstlich. Das ist einfach nur scharf, sagt sie. Sie ist gleich aus dem Bild rausgerannt, wollte gleich Milch, hat sofort nach der Milch gegriffen, hat dann noch einen Becher Milch getrunken. Ich bin jetzt mal gespannt, ich habe es noch nicht getestet. Ich möchte jetzt ohne Trinken versuchen, die restliche Schüssel, die ganze Schüssel leer zu machen, auszutrinken, zu essen, alles in einem. Und das ist meine persönliche Challenge. Und ich bin mal gespannt, musste dann eh trinken am Ende, also ja, egal. So, Challenge Start kommt. Obwohl eigentlich geht es ja erstmal um nichts. Moment. Erstmal probieren und mal gucken, wie es schmeckt. Hat irgendwie eine sehr pfeffrige Note, würde ich dazu sagen. Das erinnert mich auch nicht an Carolina Reaper, Original. Es ist gerade wie, als wäre da eine Tonne Pfeffer drin. Nur viel schärfer. Setzt sich auf die Zunge, setzt sich an den Gaumen.
breitet sich aus. Hier sind noch kleine Gemüsestückchen mit drin, das ist schön. Und das Ding ist ja du kannst nach einer Gabel eigentlich gar nichts sagen, weil Leute probieren von was eine Gabel sagen, ja, das geht ja eigentlich, aber du musst die ganze Portion essen, denn Gabel zu Gabel baut sich das immer mehr auf, breitet sich immer mehr aus. Und dann die komplette Brühe, das wird bestimmt interessant. Also du merkst auf jeden Fall auch, der Atem ist richtig scharf. Aber wenn ich versuche, die Nudeln, die aus dem Mund raushängen, nach hinten zu ziehen und einzuatmen, ist der Atem so scharf und so belegt, dass ich husten muss. Normalerweise atmet man Nudeln nicht ein, normalerweise isst man die, aber deswegen hasse ich auch Suppen, weil man die immer so reinziehen muss. Die Nudeln muss man immer ansaugen. Oh, mir wird auch richtig warm, es wird alles nass im Gesicht. Die Augen drehen ein bisschen, die Nase läuft ein bisschen, es wird rotzig. Die ganzen Lippen brennen außenrum. Aber wir haben ja immer noch die Brühe vor uns. Und bin ich mal gespannt, was das wird. Ich kann die gar nicht so einfach runterschlucken. Ich muss immer meinen Mund füllen und dann runterschlucken, weil es sind auch immer noch Nudeln mit drin, die ich den immer noch kauen muss. Wenn ich das im Ganzen so versuche, einfach runterzuschlucken, als würde ich es normal trinken, dann müsste ich wahrscheinlich husten und die ganze Soße spritzt rum und das möchte ich nicht. Das war es auch wieder ganz kurz davor. Fast hätte ich gehustet. Kannst du nicht machen. Dir spritzt alles ins Gesicht. So. Nochmal Gabel. Da sind noch Reste drin. Ah.
Und die Schüssel ist leer. Und das müsste wirklich, glaube ich, irgendwelches Carolina Reaper Pulver sein. Jetzt kommt auch noch der Schluck auf durch. Also dieses Tütchen hat es in sich. Jetzt ist hier gerade eine Träne runtergelaufen. Die Frage ist aber, ist das jetzt schärfer als die Three Spicy? Ich glaube, durch diese ganze Brühe, die ganze Soße, die am Ende noch drin ist, die du dann noch so trinkst, dass du noch so viel Flüssigkeit im Magen hast, die nochmal überall drüber läuft, die nochmal alles anheizt, die nochmal da ist, nicht nur die Nudelportion, kann ich mir schon vorstellen, dass das schlimmer wie die Three Spicy ist. Die isst du einfach schnell weg, dann hast du Schluck auf, dann dreht dir alles, dir brennt alles. Mal gehe ich dann auch immer rüber und wasche mein Gesicht ein bisschen, dass auch nichts mehr an den Lippen ist, wenn man danach noch irgendwas anderes macht oder so. Das Verlangen habe ich jetzt gerade nicht. Das Brennen ist da, aber es ist irgendwie okay. Es ist trotzdem auszuhalten. Aber ich merke, dass ich irgendwie schon Magen gerade ein bisschen drückt auf den Magen, ein bisschen Magenschmerzen. Und das kenne ich nicht von den Three Spicy. Die Three Spicy esse ich, die sind nur hier im Gesicht. Hier tut sich gar nichts und dann nächsten Tag merkst du es halt, wenn alles rauskommt und dass es dann alles richtig schön verdaut wurde. Hier trinke ich das und das tut sich schön breit machen, komplett, weil die Brühe durch den ganzen Körper schwimmt. Von dem Punkt würde ich schon sagen, die sind schlimmer als die Three Spicy, weil du irgendwie mehr merkst im ganzen Körper, weil die sich mehr ausbreiten, weil die präsenter sind, die sind mehr da und vor allem, weil sie flüssig sind. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, oh, ja, guck dir das mal an. Du hast nicht mal einen Samyang-Lippenstift, keinen Samyang-Mund. Oh. Aber du schwitzt. Du schwitzt. Und irgendwie ist alles nass. Das ganze Gesicht. 4 Packungen habe ich. Eine habe ich selber gegessen. Eine möchte ich der Shinaya mitgeben. 2 Packungen sind noch übrig von den World Spiciest Ramen. So, wer Interesse hat, keine Ahnung, besorgt ihr euch selber, damit ich die noch genießen kann. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.